Guten Abend und herzlich willkommen zum öffentlichen Vortrag von der PBL. Heute geht es um Empowerment. Es referieren Sebastian Exel und Ursula Wandflue. Sie sind GenesungsbegleiterInnen in der PBL oder auch Peers genannt bei uns. Sie können nach dem Vortrag Fragen stellen, auch Leute aus dem Online-Publikum können Fragen stellen. Bitte wirklich erst nach dem Vortrag und nicht währenddessen. Genau. Und nach dem Vortrag sind Sie auch herzlich zum Apéro eingeladen. Und bevor wir den starten, habe ich noch einen kleinen Hinweis, und zwar die Folie, sowie dann auch die Online-Aufzeichnung, werden wir auf der PBL-Webseite aufladen. Sprich, Sie müssen sich auch nicht unbedingt Notizen machen, also können Sie natürlich, wenn Sie wollen. Aber die Folie werden wir zur Verfügung stellen. Genau, und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Danke. Herzlich willkommen zum Vortrag von der PBL Empowerment. Wie Sie schon vorher gehört haben, mein Name ist Sebastian Exel. Ich bin Peer in der PBL auf der Abteilung für affektive Störungen. Und meine Kollegin... Herzlich guten Abend miteinander. Ich bin Ursula Wandflue. Ich bin auch Peer in der PBL auf der Abteilung für psychosoziale Themen. Wir haben die Präsentation in verschiedenen Teilen aufgeteilt. Am Anfang wird es eher ein bisschen theoretisch sein und dann gegen den Schluss werden wir dann mehr von unseren Erfahrungen in der PBL oder in unserer Arbeit erzählen. Wir fangen an mit der Einführung in das Thema Empowerment, gehen dann zur Geschichte des Empowerments, Arten von Empowerment. Es gibt viele verschiedene Arten des Empowerments. Empowerment im Alltag, was wir machen, erfolgreiche Beispiele aus der Praxis, also was wir jeden Tag versuchen zu erarbeiten mit unseren Patienten oder in unserem eigenen Leben, Herausforderungen auf dem Weg zum Empowerment, Fazit und am Ende dürfen Sie dann gerne Fragen stellen. Genau. Ja. Empowerment, da steckt das Wort Power darin. Power, das ist Kraft, das ist Macht auch. Macht, die man sich nimmt oder eben nicht. Und wenn man in dieses Bild schaut, also auf Englisch Empowerment, auf Deutsch Selbstermächtigung, Selbstbefähigung. Also wenn man dieses Bild anschaut, sieht man, drei Personen, also es ist immer die gleiche, die ist überrollt von der Krankheit, die ist plattgewalzt. Also so muss man sich das vorstellen in der Psychiatrie. Die Menschen kommen und die sind einfach, ja, niedergewalzt von der Krankheit, blöd gesagt. Aber dann, in der zweiten Person fließen Tränen, es kann auch Wut sein, man merkt, es ist etwas nicht in Ordnung mit mir. Und dann entscheidet man sich, ja, ich raff mich auf. Und das Viereck bedeutet, dass man einen Platz einnimmt in seinem Leben, dass man zu sich steht. Und wieder klicken. Dieses Bild ist, wenn man den Platz eingenommen hat. Es ist nicht einfach aufzustehen und sich aufzuraffen und auf den Weg zu gehen. Es ist wirklich eine Herausforderung. Und wenn man es schafft, dann auf dem imaginären Podest zu stehen, es ist ein Podest, weil man sich selber überwunden hat, seine Gefühle akzeptiert hat, weil man einfach zu sich steht. Und dann steht man für sich selbst eigentlich auf einem Podest. Man ist der Sieger über seine eigenen Gefühle, also von seinen eigenen Gefühlen. Und das bedeutet Empowerment, so mit Bildern ausgedrückt. Was ist Empowerment? Das haben wir jetzt in vier verschiedenen Punkten zusammengefasst. Hier kommt Selbstbewusstsein, die Individualität stärken, das Selbstbewusstsein stärken, Selbstwirksamkeit, das Glauben und Motivieren, die Veränderung im Leben herbeizuführen, Bildung und Informationen. Bildung ist
ein Schlüssel zum Empowerment, nur mit einem gewissen Wissen oder mit einer Interesse an der Information kann man sich schlussendlich auch empowern. Dann hier Partizipation, das Teilnehmen an der Gemeinschaft, sozialen, in der Politik, im Beruflichen teilzunehmen. Warum ist denn Empowerment wichtig? Teil 2. Es fördert die Selbstbestimmung. Man kann selber das Leben in die Hand nehmen und bestimmen, was man will. Man muss zu sich stehen. Es stärkt die Gemeinschaften, indem die Menschen, die am Rand sind, befähigt werden, ihre Stimmen zu erheben. Gibt es resilientere und stärkere Gemeinschaften. Und es reduziert die Ungleichheit. Das heißt, wie ich schon gesagt habe, die marginalisierten Gruppen, also die, die am Rand sind, werden gestärkt, indem sie die Möglichkeit ergreifen, ihre Interessen zu vertreten und Zugang zu Ressourcen und Chancen erhalten. Dann gibt es noch die Verbesserung der Lebensbedingungen, Diskriminierung, Armut, soziale Isolation. Die kann man mit Empowerment bekämpfen, für sich selbst oder für die Gemeinschaft. Und die Motivation und Engagement in Organisationen, zu höherer Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter. Die Geschichte des Empowerments. Es ist die Black Power Bewegung, die schwarze Bürgerrechtsbewegung, auf Deutsch genannt. Er hatte zum Ziel, dass die Schwarzen den Weißen gleichgestellt wurden. Diese Bewegung fand 1950 bis 1960 statt. Und 1964 gab es den Civil Rights Act. Das war da wurde eben die Diskriminierung verboten. Man durfte nicht mehr die Leute diskriminieren aufgrund von Hautfarbe, Rasse, Herkunft und Religion und Geschlecht. Ebenfalls in der gleichen Zeit war die Frauenbewegung und die wollte die Gleichstellung der Frau. Das ist eigentlich diese zwei Bewegungen, die dem Empowerment vorgelaufen sind. Die wichtigen Personen im Empowerment, wir haben jetzt nur zwei Beispiele von zwei Frauen, die uns sehr beeindruckt haben und den Grundstein der modernen Empowerment darstellen. Einerseits ist es die Barbara Bryan Solomon und die Judith. Die meisten kennen die Frau vielleicht unter Judy Chamberlain. Rosenberg war ihr Mädchenname. Barbara Bryan Solomon war Afroamerikanerin. Sie war Sozialarbeiterin und arbeitete in unterdrückten Gemeinden und als Professorin an der Uni. Sie war die erste Afroamerikanerin, die im Dekanat eine Stelle innehatte. Das Dekanat ist die Fakultät der Uni. Sie setzte sich für soziale Gerechtigkeit ein und sie schrieb ein Buch, nämlich das erste Konzept von Empowerment 1976. Das Buch hieß Black Empowerment, also das Empowerment, die Selbstermächtigung der Schwarzen, und hieß Social Work in Oppressed Communities, Sozialarbeit in unterdrückten Gemeinden. Sie gab viele Kurse in menschlichem Verhalten. Das Buch bezieht sich auf den Prozess, durch den Einzelpersonen oder Gemeinschaften die Fähigkeiten und das Selbstbewusstsein entwickeln und ihre Lebenssituation zu verbessern. Ich nehme mal einen Schluck Wasser. Auch Judy Chamberlain war Amerikanerin. Sie kam 1966 zum ersten Mal in die Klinik und unfreiwillig, das kennen wir als FU oder als früher als FFE,
Und sie wurde aus der Klinik entlassen mit der Diagnose unheilbar. Ich weiß nicht, ob es eine solche Diagnose gibt, respektive sie war einfach unheilbar entlassen worden. Das akzeptierte sie nicht und sie setzte sich für die Menschenrechte ein in der Psychiatrie. Schrieb sie ein Buch, On Our Own, A Patient Controlled Alternatives to Mental Health System. Also eine, also On Our Own, auf unsere Weise, ein patientenkontrollierte Alternativen zum Gesundheitssystem. In diesem Buch nannte sie verschiedene Punkte, die sehr wichtig waren oder die sehr wichtig wurden für das Empowerment der heutigen Zeit. Also, was ich vorhin vergessen habe zu sagen, ist, dass 1976, wo Barbara Solomon das Buch verfasste, das war dann wegweisend für die soziale Praxis und die soziale Arbeit. Und das Buch von Judy Chamberlain war wichtig für die Psychiatrie und ihre Rechte. Also ja, ich bin eigentlich draußen, ich muss schnell sitzen. Gut. Arten von Empowerment. Es gibt vier verschiedene Arten von Empowerment. Also Empowerment kann man in allen Lebenssituationen leben und hilft einem, das Leben zu meistern. Einerseits ist das das individuelle Empowerment, das sie selber machen können. Die soziale Empowerment, politische Empowerment und wirtschaftliche Empowerment. Ich werde jetzt die nächsten vier Seiten einfach relativ schnell durchsliden, weil das geht sehr in die Tiefe. Individuelle Empowerment, Selbstbewusstsein. Da geht es darum, die Fähigkeiten, Stärken und Werte bewusst werden. Selbstwirksamkeit, das Vertrauen in der eigenen Fähigkeit und die Herausforderung zu bewältigen, diese Ziele, die man sich genommen hat, auch zu erreichen. Bildung und Weiterbildung. Zugang zu Bildung ist eine wirklich entscheidende Rolle für Empowerment. Nur mit dem nötigen Wissen, wie ich schon vorher kurz erwähnt habe, ist Empowerment eigentlich überhaupt realisierbar. Soziales Empowerment, Gemeinschaftsbildung, Zugang zu Ressourcen und die Partizipation. Also bei der Gemeinschaft einfach die Teilnahme am solidarischen Netzwerk, nicht alleine sein. Genau. Bei der politischen Empowerment geht es darum, die Teilnahme an Wahlen oder in der Politik allgemein teilzunehmen und engagieren. Die Interessenvertretung, Bildung über Rechte, was sind unsere Rechte, was sind unsere Pflichten in der Politik, was können wir machen. Wirtschaftliche Empowerment, Zugang zu finanziellen Ressourcen, das heißt zum Beispiel Kredite, unternehmende Initiative zu unterstützen. Berufliche Bildung mit einer besseren Qualifikation in der Bildung, das heißt, wenn man sich vornimmt, beruflich eine Weiterbildung zu machen, dann hat man die bessere Chancen. Unternehmentum, gut, das ist besonders von Frauen und ethischen Mitarbeitern Stärke und wirtschaftliche Selbstständigkeit. Ist okay? Mhm. Gut. Empowerment im Alltag. Ich lasse meine, wenn ich darf, meine Kollegin das Bild erklären, das sie gezeichnet hat. Übrigens, alle Bilder hier sind von meiner Kollegin gezeichnet. Empowerment im Alltag bedeutet, dass man einen Tee nimmt oder einen Kaffee und dann sich die nächsten Schritte überlegt, wo man hin will. Man reflektiert, man macht sich Gedanken. Ja, es ist eigentlich eine Meditation, wo man sich darin befindet. Man kann das zum Ritual machen, zum Beispiel am Abend,
den Tag vorbeiziehen lassen und dann, wie will ich morgen auftreten, wie will ich morgen erscheinen auf dieser Welt? So. Wie kann man im Empowerment im Halt erleben? Da ist die... Hast du oder soll ich? Ist okay für dich? Ist okay. Okay. Ja, die Selbstreflexion, wie ich eben bereits erwähnt, dass man sich eben an seine Stärken erinnert und sich Ziele setzt. Es ist wichtig, sich erreichbare Ziele zu setzen, nicht zu hoch hinaus. Bildung und Lernen, haben wir bereits gehört, ist sehr zentral für das Empowerment. Genau. Netzwerke aufbauen. Suchen Sie Kontakt zu Gleichgesinnten und Menschen, die Sie inspirieren. Ein starkes Netzwerk kann unterstützend sein, motivierend und neue Perspektiven aufs Leben, auf den Beruf, aufs Studium oder was man sich vorgenommen hat. Gesunde Gewohnheiten entwickeln. Hier geht es da vor allem um das eigene Wohlbefinden. Körperliches Wohlbefinden zum Beispiel, man geht regelmäßig spazieren, man geht am Abend vielleicht eine halbe Stunde raus. Man hört auf seine inneren Bedürfnisse und nimmt sich die Zeit, um genug Pausen einzunehmen, Ruhepausen. Vielleicht verändert man sich die Ernährung, man fängt vielleicht an, mehr Gemüse zu essen. Oder in meinem Fall bei uns zu Hause, bei meinem Sohn, mehr Brokkoli. Genau, es geht da wirklich ums eigene Wohlbefinden und da die auch wahrzunehmen und sie umzusetzen. Tipps für mehr Eigenverantwortung und Mitgestaltung. Aktiv teilnehmen. Indem man sich einbringt, nur so kann man etwas bewegen. Wenn man sich immer versteckt und sich stillhält, dann erfährt nicht die Welt, was man zu sagen hat oder was man in sich trägt, was für Ideen man hat. Also wenn Sie in Gruppen, Familien sind oder wo Sie auch immer sind, in einer Gemeinschaft, teilen Sie sich mit, nehmen Sie aktiv teil. Entscheidungen treffen. Es ist wichtig, selbstbewusst zu seinen Entscheidungen zu stehen und es durchzuziehen. Das fällt nicht immer leicht, aber das ist eine Möglichkeit, für Empowerment zu leben. Und Verantwortung übernehmen. Übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Handlungen und deren Folgen. Feedback einholen. Suchen Sie aktiv eine Rückmeldung. Das kann sein im Familienkreis, Freunde, jemanden, den Sie vertrauen. Das ist oft ein schwieriger Punkt, jemanden zu finden, den Sie auch die Rückmeldung entgegennehmen möchten. Initiative ergreifen. Seien Sie proaktiv und schlagen Sie Verbesserungen im Umfeld vor. Mag das im beruflichen Sinne sein, im familiären Sinne. Vielleicht geht es da zu Hause um die Spülmaschine ausräumen. Vielleicht möchten Sie das mal abgeben. Mentorship suchen, das ist vielleicht wie bei Feedback holen, jemanden zu suchen, der sie unterstützt und inspirieren kann. Das kann aber auch ein Coach sein oder jemand aus dem professionellen Bereich, ein Psychologe oder Psychologin, jemanden, den sie vertrauen und der das Gute für sie möchte. So, das sind wir hier vielleicht beim eher spannenden Teil. Hier geht es jetzt um die erfolgreiche Beispiele aus der Praxis. Da werden wir jetzt einfach ein bisschen erzählen, wie es bei uns so läuft bei der Arbeit. Wir sind ja Peers oder Genesungsbegleiterinnen. Genau, da wird meine Kollegin gleich mal anfangen. Ja, ein Tag in der PBL als Peer ist, dass man einfach mal ins Stationsbüro, auf dem Weg im Gang sieht man schon die Betroffenen, die Patienten, man grüßt sich, man spürt sofort, was für eine Stimmung herrscht und dann geht man ins Stationsbüro zu den Kollegen und begrüßt auch diese. Es ist eine vielseitige Arbeit und mit den Betroffenen gehe ich gerne spazieren,
weil manchmal löst sich ein Knoten und wir stoßen auf etwas, was dann später in einem, zum Beispiel in einem Stimmendialog gelöst, einfach angeschaut werden kann. Es ist immer eine Herausforderung für mich, aber es ist auch eine tiefe Begegnung mit den Menschen, sei es nun mit den Betroffenen oder mit den Mitarbeitenden, weil am Schluss bin ich ein Reflektor. Also ja, das geht vielleicht zu weit, wenn ich das erkläre, aber es ist einfach so, wie ich in die Welt schaue, kommt es zurück, und ob ich positiv bin, kommt es positiv von allen Seiten zurück. Wenn es mir nicht so gut geht, dann muss ich eben Empowerment für mich betreiben. Und da habe ich diese Materialien mitgenommen. Das ist, dass ich mich besser spüre. Und auch mit Tafeli oder mit Duft komme ich in die Realität und fühle mich dann besser in mir aufgehoben. Weil es ist eine Herausforderung, allen gerecht zu werden. Man hat einerseits also das Team, und die haben Pläne, mit den Patienten zu erreichen. Wir haben von Judy Chamberlain gehört oder eben nicht gehört, ich weiß nicht, ob ich es vergessen habe zu sagen, dass eigentlich war ihr ein Anliegen, dass betroffene Personen einbezogen werden in die Behandlung. Und das geschieht auch in der PBL. Zum Beispiel auf unserer Station findet die Behandlungskonferenz statt, wo der Betroffene, also der Patient, einbezogen wird. Und sonst gibt es Empowerment also mit den Kollegen, wo man sich gegenseitig unterstützt. Es gibt manchmal schwere Situationen auszuhalten, und dann ist man gemeinsam in einem Boot. Wie ich bereits am Anfang erwähnt habe, die Stimmung, die spürt man, wie es ist auf der Abteilung, und es betrifft alle, die dort sind. Also die Patienten und alle einfach. Und dann, wenn die Stimmung eben schwer ist, dann ist es auch meine Aufgabe, so Glucklöcher zu bohren in die Stimmung, dass es Helligkeit reinkommt, dass es fröhlicher wird, dass es auch das Momente, die kleinen Momente, die dann wertvoll sind für alle, die da gerade beteiligt sind, einfach so, ja, sei es bei einem Tee auf der Terrasse oder eben auf einem Spaziergang oder in der Cafeteria. Man hat auch Rückzugsorte, im Tierpark kann man spazieren gehen, das ist sehr, ja, einfach auch gut für die Seele, die Natur und so. Ja, und dann der andere Punkt ist das Empowerment mit den Betroffenen, mit den Patienten. Das spüre ich immer sehr stark in den Gruppen, sei es die Psychoedukationsgruppe oder die Recovery-Gruppe, wenn Betroffene wagen, sich mitzuteilen. Und sie merken, sie sind nicht allein, sie fühlen sich Teil einer Gruppe, und sie sind, ja, wie sie sind, sind sie okay. Das ist sehr wichtig für eine Genesung, dass man einfach okay ist und sich akzeptieren lernen kann. Und dann ist es auch, also das Durchsetzen ist dann in der Gruppe auch, man spricht, und jetzt spricht eigentlich nur einer, und dass es auch gerecht ist, schaue ich. Ja, also gerecht. Einfach, ich finde, auch diejenigen, die nicht so viel sprechen, haben etwas zu sagen. Und das geht dann in die Inklusion, wo alle integriert eigentlich werden sollten. So, danke. So, ich weiß gar nicht, ob Sie überhaupt wissen, was Peers oder Genesungsbegleiter sind. Nein. Genau, gut, also. Wir sind ehemalige Erkrankte oder akut immer noch erkrankt. In meinem Fall, ich bin mit 19 körperlich diagnostiziert worden mit vielen chronischen, unheilbaren Krankheiten. Das hat sich über die Jahre leider mehrere vergrößert mit den Diagnosen und mit der Psyche, Depressionen, Suizidversuche, Alkohol, Drogen, Sucht. Ich habe viele Entzüge gemacht, Psychosen. Und meine Aufgabe in der PBL ist es, die Patienten zu empowern, mitzumachen. Das funktioniert aber nur, wenn ich es selber erlebt habe. Das heißt,
Ich habe mit 19 meine Diagnosen bekommen. Mir hat es Jahre gedauert, bis ich überhaupt was in meinem Leben verändert. Ich war eigentlich traurig, dass ich nicht mehr meinen normalen Arbeitstag nachgehen konnte. Ich war nicht mehr so leistungsfähig. Die Leute haben mich in eine Schublade gesteckt und gesagt, ach, den können wir gar nicht gebrauchen, ob das im Job war oder im freundschaftlichen Bereich. Freunde haben sich abgeseilt und haben gesagt, nee, das ist uns alles zu mühsam. Dann über die Jahre hat sich das jetzt entwickelt, dass ich dann gelernt habe, ich muss das eigentlich selber in die Hand nehmen. Also der Grundbaustein vom Empowerment, diese Selbstbefähigung, sich selbst in die Verantwortung zu nehmen und die Verantwortung für die Zukunft. Das hat sich dann eigentlich ergeben, dass ich dann aktiv mich therapieren lassen wollte. Ich bin aktiv zum Psychiater gegangen. Ich wollte eine Verbesserung haben. Das hat sich dann so weit entwickelt, dass ich stabil wurde. Und Jahre später habe ich dann eine Ausbildung gemacht, oder wir haben eine Ausbildung gemacht zum Genesungsbegleiterin, also ja, und haben in der PBL gearbeitet. So, in der PBL versuchen wir jetzt die Patienten, oder ich versuche die Patienten zu ermutigen, an den Therapien teilzunehmen. Ich arbeite auf einer Station mit affektiven Störungen, das sind Patienten mit unter anderem Depressionen. Affektive sind Gemütsbeeinträchtigungen. Das gibt es viele verschiedene Bilder. Wir haben Patienten, die kommen zu uns und sind müde. Sie wollen eigentlich nicht mehr aus diesem Zimmer heraus. Sie bleiben im Zimmer, nehmen nicht an den Therapien teil, also sie machen das Gleiche, was sie zu Hause machen. Sie schlafen und hoffen auf eine Besserung. Diese Patienten versuche ich zu ermutigen in Schritten. Das heißt, ich beginne mit den Patienten Kontakt aufzunehmen. Ich versuche mit den Patienten dann erstmal, wir gehen mal einen Kaffee trinken. Wir gehen aus diesem Zimmer raus und bleiben im Gang und trinken einen Kaffee oder einen Tee und dann wieder zurück. Mit der Zeit merken die Patienten, ah, das tut mir eigentlich ganz gut. Das ist schön, dass jemand da ist, der mich versteht, der sich auch die Zeit nimmt. Ich habe das große Glück als Genesungsbegleiter, mir die Zeit so einzuteilen, wie ich es für nötig empfinde. Das heißt, wenn ich einen Patienten habe, wo ich merke, der braucht ein bisschen mehr Motivation, den muss ich ein bisschen mehr an die Hand nehmen und mit ihm mehr Gespräche führen, dann habe ich die Möglichkeit, das auch zu machen. Es gibt auch Patienten oder Patientinnen, die kommen zu uns und möchten eigentlich nur Medikamente. Sie kommen und sagen, ich möchte jetzt Antidepressiva und wenn es mir am Abend, wenn ich aufgeregt bin, dann brauche ich was zum Beruhigen und am Morgen brauche ich was, um mich ein bisschen aufzupushen. Und denen erkläre ich, dass das eigentlich eine Hilfestellung ist, die Medikamente, aber dass man sich empowern muss. Da versuche ich ihnen die Selbstermächtigung zurückzugeben und sagen, was diese Medikamente im Körper bewirken, aber dass das, wenn sie zurück in ihren Alltag kommen, die Probleme unter anderem einfach genauso auffindbar sind, wie sie verlassen wurden. Das heißt, wir arbeiten da ganz eng mit den Psychologinnen und den Ärztinnen zusammen und sind da wie ein Zwischenglied, die Patienten das genötige Vertrauen zu geben, mit den professionellen Psychologinnen zu sprechen und ihnen anzuvertrauen, wo ihr Problem, wo ihre Sorgen liegt, wo ihre Frustration liegt, wo sie glauben, dass was ausgelöst hat, dass sie überhaupt zu uns in die Klinik gekommen sind. Oft sind das familiäre Probleme, finanzielle Probleme, jobtechnisch, und sie werden dann oft von der Familie nicht angehört. Das heißt dann oft, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Es gibt keinen Grund, traurig zu sein, es fehlt dir ja gar nichts. Das sind alles überhaupt nicht hilfreich, es ist eher negativ belastet. Und die Patienten haben dann über die Zeit gelernt, ja nichts zu sagen, weil es gibt niemanden, der mich versteht oder mir zuhört. Und da sind wir da und versuchen, die Patienten die Ermächtigung wieder zu geben, die Verantwortung zu geben, dass es sich nur ändert, wenn sie auch bereit dazu sind. Genau. Ist das gut? Mhm.
Herausforderung auf dem Weg zum Empowerment, das ist eigentlich sehr ähnlich, wie ich schon gesagt habe, es ist oft das ganze Netz, das es benötigt. Also wir haben in der Psychiatrie haben wir ein großes Netz, wir haben auch Sozialarbeiter, weil das oft in diesem Moment, wo sie bei uns in der Klinik sind, dann heißt es, bitte sucht euch einen Job, vielleicht haben sie die Wohnung verloren, bitte eine neue Wohnung. Das sind alles Sachen, die sehr schwierig sind. Die Patienten sind sehr müde, oft sind sie gar nicht fähig, diese schwierigen Aufgaben zu bewältigen. Und dann sind sie sehr froh, wenn Personal da ist, ob das Sozialarbeiterinnen sind oder die Pflege. Die nehmen sich dann die Zeit und unterstützen. Also wenn die Herausforderung dasteht, man muss sich nach der Behandlung in der Klinik, in der stationären Behandlung, sich einen Psychiater oder Psychiaterin suchen. Das ist oft schon eine ziemlich große Hürde für den Patienten. Da setzen wir uns hin mit dem Patienten und telefonieren mit dem Patienten gemeinsam durch. Das heißt, wir nehmen nicht die Arbeit, wir nehmen ihnen nicht die Arbeit, sondern wir involvieren sie in die Arbeit. Es geht darum, dass sie auch die Verantwortung übernehmen dürfen. Wohin möchten sie? Welche Person spricht ihnen zu, sagt ihnen zu? Mit wem möchten sie gerne reden? Ich habe Patienten auf der Abteilung, die möchten nicht mit Männern sprechen. Die haben bevorzugen Frauen durch ihre Geschichte, die sie mitbringen. Das ist überhaupt kein Problem. Dann rufe ich auf die andere Abteilung an, zum Beispiel Frau Wanfluh, und sage, ich habe da jemanden, die möchte gerne mit einer Frau sprechen, ob sie Zeit hat. Meistens sehr unproblematisch, das geht dann relativ schnell. Oder wenn wir einen Arzttermin haben, wir haben wöchentlich BKAS, das sind Behandlungskonferenzen, da ist es ganz toll, wenn die Patienten kommen und involviert werden möchten. Da kommt der Arzt und nicht, dass der Arzt sagt, ja, wir machen jetzt dieses Medikament oder wir machen jetzt die Therapie so, sondern dass der Arzt oder die Therapeutin sagt, wir haben diese Auswahl, wir können das probieren, das sind die Vorteile, das sind die Nachteile und der Patient oder Patientin darf dann mitentscheiden, was für sie zustimmt. Und wenn sie sagt, nein, ich möchte keine Medikamente, dann probieren wir es ohne. Und dann nächste Woche machen wir einen Rückblick und schauen, okay, wie hat das funktioniert? Hat das funktioniert? Ja, nein, und dann wird das wieder angepasst. Aber dass der Patient mit involviert ist, das ist Empowerment. Bei uns ist das auch so, dass bei uns haben die Patienten, hören sie Stimmen oder haben Psychosen und auch andere psychische Herausforderungen zu bewältigen. Und auch wenn jemand eigentlich die Medikamente bräuchte, gibt es bei uns manchmal die Möglichkeit, dass die Person keine nehmen muss. Es ist einfach ja, im Abschätzen eigentlich der eigenen Gesundheit, dass man sie vielleicht besser nimmt. Weil in meinem Fall ist es so, dass die Medikamente mir ein besseres Leben ermöglichen. Und so ist es besser, ja, und sage ich auch den Patienten, aber es ist immer ein Misstrauen vorhanden, also nicht immer, aber es ist auch manchmal ein Misstrauen vorhanden, soll ich diese nehmen, ich will sie nicht nehmen und das kenne ich sehr gut aus eigener Erfahrung. Das ist einfach, weil wenn man die Medikamente nimmt, ist man ein bisschen, also mit diesen Medikamenten, von denen ich spreche, Psychopharmaka, Neuroleptika und so, da ist man einfach schon ein bisschen in einer abgekapselten Welt, aber trotzdem hat man, also das ist ja die Angst, dass man keine Kontrolle mehr hat über die Gefühle, dass man abgestellt wird. Es ist aber so, dass die Medikamente heutzutage gut entwickelt sind und dass das nicht mehr so wie früher so extrem ist. Das ist auch meine Erfahrung. Vielleicht noch kurz dazu, dass Empowerment ist nichts, was man in kurzer Zeit erlernt. Das ist nichts, wo man jetzt sagt, jetzt habe ich einen Vortrag gehört und jetzt weiß ich die fünf Punkte,
sondern das ist ein Prozess, das dauert, das braucht Zeit, bei mir hat das Jahre gedauert, bis ich mich überhaupt dazu entschlossen habe, die Selbstverantwortung, die Selbstermächtigung zu nehmen und dran zu arbeiten. Also es ist, wir beraten unsere Patienten und helfen ihnen mit unserer eigenen Erfahrung, wie wir es gemacht haben, aber wollen nichts vorgeben, wir wollen keine Ratschläge geben, weil wie das Wort Ratschlag, das ist ein Schlag, das wollen wir nicht, sondern wir versuchen, den richtigen Weg in Gesprächen herauszufinden, was der Patient am besten helfen könnte und tun das dann auf der ganzen Abteilung durch alle Professionen so durchbringen, so dass der Patient im Mittelpunkt steht und der Patient sich wohlfühlt und gehört fühlt und auch ernst genommen fühlt und nicht, dass die anderen entscheiden, was für einen passiert, weil das fühlt sich nicht gut an. So, jetzt sind wir schon beim Fazit. Das ist eher eine Zusammenfassung ganz in kurzen Punkten. Praktische Schritte für den eigenen Alltag, Selbstreflexion, Ziele setzen, also realistische Ziele setzen, die man erreichen möchte, Bildung und Weiterbildung, also sich bilden und informieren über die eigene Erkrankung oder beruflich, wie wir schon gehört haben, in ganz vielen verschiedenen Bereichen ist das möglich, die Empowerment. Gesunde Gewohnheiten entwickeln, also vielleicht eine ausgewogene Ernährung, mehr Gemüse, Spaziergänge, Sport machen. Das ist oft, was wir mit den Patienten anschauen, was machen die Patienten eigentlich gerne, was haben sie früher gerne gemacht, dass sie vielleicht vergessen haben, dass es ihnen Spaß macht. Das können wir alles wieder entdecken, indem wir das in der Klinik wieder thematisieren und allenfalls auch ausprobieren können und Feedback einholen. Dann gibt es noch Unterstützung für andere. Was können wir für die anderen machen? Das ist nicht ganz anders als beim ersten Teil, nur dass das von außen kommt. Was können wir machen, um die Kollegen, Familie, Arbeitskollegen zu empowern oder unterstützen? Zuhören und Empathie zeigen, das ist wenn es um psychische Gesundheit geht, das ist oft ein sehr schwieriges Thema, das ich immer wieder sehe. Man hat nicht die Möglichkeit in der Familie die Empathie zu kriegen. Und es wäre sehr schön, wenn man das mehr kriegt. Ressourcen teilen. Da geht es um alle möglichen Ressourcen, ob das die zeitliche ist oder finanzielle oder genau Mentoring anbieten. Vielleicht spricht sie jemand mal an aus der Familie und möchte gerne, dass sie sie um Rat fragt und nicht primär um die persönliche Meinung, sondern eigentlich ein Gespräch sucht, um die eigenen Gedanken zu sortieren und zu ordnen. Gemeinschaftliche Projekte unterstützen, das geht dann vielleicht wieder eher in die politische Anerkennung und Wertschätzung. Wenn man das entgegenbringt, bevor jemand akut in die Klinik kommt, kann man da vielleicht schon ordentlich intervenieren und merkt dann, okay, ich bin zu Hause gut aufgehoben, mir wird geholfen, einen Therapeuten oder Therapeutin zu finden. Man kann da schon ordentlich einlenken, als wenn das dann in die Klinik, weil das ist dann oft akut oder schon ordentlich. Das ist dann nicht mehr einfach zum Drüberreden. Schaffung eines unterstützenden Umfelds, familiär, genau. Das war es jetzt schon mal. Sie dürfen jetzt gerne Fragen stellen, was Sie so interessiert. Und gerne. Ah, Entschuldigung. Ja, wir müssen das Mikrofon rumgehen, sonst hört man sie nicht. Bitte immer schon an. Ja, immer nur mit Mikrofon sprechen, wir geben es gerne rum. Machen Sie auch Hausbesuche? Oder sind Sie nur in der Psyche tätig? Ich mache unter anderem auch im privaten Umfeld, aber eigentlich, wir sind bei der PBL und dort sind wir angestellt, aber auf Wunsch mache ich das auch außerhalb der PBL, wenn das gewünscht und gewollt wird. Es ist oft auch viel angenehmer,
wenn man aus der Psychiatrie kommt, dass man einen Anhangspunkt hat, wenn man nach Hause geht, dass man jemand hat, dem man vertraut und dem weiter auf dem Weg zu allen Möglichen begleitet. Genau. Wie ist die Ausbildung? Entschuldigung. Wie ist die Ausbildung zum PR? Wie wird man dazu? Das überlasse ich dir. Also wir haben zwei verschiedene Ausbildungen. Es gibt zwei Möglichkeiten im Moment in der Schweiz. Meine Ausbildung ist die Ex-In-Ausbildung, Experience Involvement. Die dauert 16 Monate oder 14 Monate. Ich glaube, es hat sich gekürzt. Und man bewirbt sich dafür. Es gibt eine Seite, Ex-In Schweiz, aber man kann sie, viele machen sie auch in Deutschland, Ex-In Bodensee oder Ex-In, ich weiß nicht, wie es noch heißt, aber das, also da kann man die Ausbildung machen und die Ausbildung ist einmal im Monat, 3 Tage am Stück, volle Tage, und einmal trifft man sich zur Lerngruppe und es gibt eine Portfolioarbeit. Und man hat eine Präsentation, wo man über sein Leben reflektiert, also so die Selbsterfahrung darstellt. Das ist also es sind 12 Module und Praktikumserfahrung, da macht man das kleine Praktikum. Ich glaube, das sind 50 Stunden und das große 150 Stunden. Und im ersten Praktikum geht es um den Rollenwechsel, dass man einfach mal erlebt, wie es ist, auf der anderen Seite zu sein. Und im zweiten Praktikum geht es darum, auch tiefer zu gehen und herauszufinden, was man, also in welche Richtung man gehen möchte. Es gibt auch Peers, die sind in der Forensik. Also ich glaube, es gibt welche, wenige. Und in Kliniken, ich habe vorher im Ambulatorium gearbeitet und ja, es gibt verschiedene Orte, wo man als Peer, auch in Wohnheimen kann man dann als Peer arbeiten. Ja, und du hast eine andere Ausbildung. Ich habe eine andere Ausbildung. Ich habe nicht nur die psychiatrische Peer-Ausbildung gemacht, ich habe auch die körperliche gemacht für chronische Erkrankungen oder die Lebensgeschichte, die ich halt mitbringe. Die geht auch ein gutes Dreivierteljahr. Die wird dann lokal angeboten, aber da, genau. Das kann also ich Ihnen gerne. Die MyPeer-Ausbildung. Aber da kann ich Ihnen gerne. Nein, hier in der Schweiz. Aber da kann ich Ihnen gerne nachher beim Abbruch ein bisschen mehr erzählen. Sie haben Stimmendialog erwähnt. Was ist das? Das ist. Also es gibt eine Möglichkeit, den Stimmen auf den Grund zu gehen. Zuerst macht man ein Stimmeninterview, um die Stimmen besser kennenzulernen. Und Stimmendialog ist, wenn man mit der Person, die Stimmen hört, spricht und sie über die Stimmen ausfragt. Also die stimmenhörende Person ist das Intermediär, also den, das ist der, wie sagt man, der also zwischen den Stimmen, weil sie hört ja die Stimmen und erzählt dann, was die Stimmen ihnen sagt, auf meine Fragen. Und das ist sehr spannend, man kann das auch machen mit Menschen, die keine Stimmen hören, und dann geht es aber dann um die Anteile, zum Beispiel der innere Kritiker, der Teil in sich selbst, der mutig ist und so weiter, also der fröhliche Teil. Und dann kann man einfach, es gibt eine Ausbildung dafür und da lernt man das. Als Peer hat man ja mit sehr schweren Themen zu tun, also auch Patienten, die ja einem auch nahe gehen und so. Wie grenzen Sie sich ab? Also was machen Sie? Also das ist eine gute Frage. Das hat lang bei mir gedauert. Die ersten Monate, wo ich als Genesungsbegleiter in der Psychiatrie gearbeitet habe, war das sehr belastend für mich. Ich habe das oft mit nach Hause genommen. Mit der Zeit habe ich dann gelernt, mich abzugrenzen, indem ich, wenn ich nach Hause komme, die Arbeitskleidung abzulegen, zu duschen und mir was Bequemes anzuziehen. Durch das Waschen habe ich mir dann wie die, die, die,
die Sorgen oder die Belastung, die ich vielleicht von der Arbeit mitgenommen habe, wie abgewaschen. Es gibt aber immer wieder, auch in der Arbeit, Themen, die einem triggern, das heißt, wieder ein altes Gedankensmuster wieder zurücksetzt. Da hilft eigentlich bei mir nur, einen Schritt zurückzunehmen. Ich brauche dann nach so einem Gespräch oder nach so einer Gruppe immer ein bisschen eine kurze Pause, wo ich dann an die frische Luft gehe, was einen Kaffee trinke, einfach kurz eine physische Distanz zur Abteilung kriege und dann kann ich meistens gut wieder weiterarbeiten. Für mich ist es eigentlich ähnlich, wie Herr Exel es gesagt hat. Es ist einfach mit dem Nachhausefahren. Ich habe einen relativ langen Arbeitsweg und dann komme ich schon in Kontakt mit anderen Menschen und werde abgelenkt und so. Wenn ich trotzdem etwas nach Hause nehme, ist sicher wichtig, dass ich meine Selbstreflexion mache, wo ich dann einfach aufschreibe, was mich belastet. Und das dann ja dort in diesem Tagebuch steht. So. Also online sind jetzt keine Fragen reingekommen bis jetzt, dafür aber ein Kompliment. Und zwar, dass ihr das wirklich gut gemacht habt und dass es sehr spannend und abwechslungsreich war. Danke. Danke. Wir stehen sonst nachher beim Apéro noch gerne zur Verfügung, falls Sie Fragen, Anliegen haben, die Sie vielleicht nicht in dem großen Raum jetzt mitteilen möchten, sind wir da noch ansprechbar. Genau, also wir hätten jetzt schon noch Zeit im Plenum, aber wenn da kein Bedürfnis mehr ist, jetzt schaue ich nochmal online. Nein. Gut, dann wären wir am Ende. Der nächste Vortrag und auch der letzte von diesem Jahr findet dann am Donnerstag, 21. November statt. Dann geht es um die Intelligenzminderung bei Kindern und Jugendlichen. Und wenn Sie regelmäßig von Vorträgen informiert werden möchten, dann auch zu zukünftigen, dann könnten Sie sich hier noch einschreiben bei der Liste, dann bekommen Sie alle Informationen auch per Mail oder eben wie schon erwähnt auf der Webseite der Psychiatrie Basel-Land. Oder auch auf Social Media, da bekommt man immer ein Update. Genau. Ja, ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Abend und es wäre schön, wenn man Sie noch am Apéro sieht. Ja, nochmals herzlichen Dank an die Referentinnen. Genau. Danke.